Moin Mädels! Moin Jungs! Kurze Vorwarnung vorweg, so schlimm wie es jetzt im Titel steht, ist es eigentlich nicht, aber schon ein bisschen in die Richtung. Denn vor allem ist damit gemeint, dass ich diesen Kanal hab so ein bisschen gehen lassen. Und was das genau bedeutet, will ich euch jetzt einmal kurz erklären. Ich will euch auch sagen, was jetzt in Zukunft passiert. Und ja, einfach so ein kleines Update mal wieder geben, so für zwischendrin reingeslidet in eure Abo-Box, weißt du, wie ich meine. Ich möchte euch einfach so einen kleinen Überblick darüber geben, was euch eventuell in Zukunft hier erwarten kann. Zweiter Kaffee heute rein damit. Ja, wie einige vielleicht mitbekommen haben, in den letzten Wochen und Monaten schon fast, ist es hier so ein bisschen eintönig geworden. Zumindest ist es mein eigener Eindruck. Hier und da mal ein Outlast-Video, hier und da mal irgendwas anderes. Sülze war ziemlich präsent und ansonsten kam aber nichts Kalle-mäßiges mehr. Versteht ihr, wie ich das meine? Im letzten Jahr wurde dieser Kanal ein bisschen bekannter dadurch, dass wir den Bus-Simulator gemacht haben. House-Flipper ist noch weitergegangen. Cooking-Simulator, das sind alle solche Sachen, die meinen Kanal mehr oder weniger mit ausgemacht haben. Zusätzlich natürlich die Sachen zum Beispiel mit Henno. Naja, und in den letzten Wochen und Monaten, wie gesagt, ist das Ganze so ein bisschen flöten gegangen. Ich habe irgendwie mich ein bisschen rumprobiert. Wollte auch so ein bisschen mehr in Horrorrichtung gehen, weil ich immer dachte, das kommt übelst gut an hier auf dem Kanal. Weil ich so ein kleiner Schisser bin, ne? Ist klar. Und auf diese Art und Weise habe ich es mir so ein bisschen einfach gemacht. Bis heute wissen super viele Leute gar nicht, dass ich das echt hier auch beruflich mache. Das bedeutet, YouTube und Twitch ist meine Berufung. I make money with that. Also my money. Like my Brot on the table. Unser Brot, you know what I mean. Naja, und seit dieser Kanal eigentlich existiert, beziehungsweise seit ich YouTube mache, gibt es gar keinen richtigen Upload-Plan oder gibt es keine richtige Richtung, in der das Ganze hier gehen soll. Es gab eine sehr lange Findungsphase, ich habe sehr viel rumprobiert, war damals noch mit dem Bausimulator. Jetzt sieht das aus wie so eine Kuh. Ich bin ein richtiger Baggerkünstler. Guckt euch mal mein Loch an, Alter. Richtig schön braun. Ja, und in der Zwischenzeit wurde es eigentlich immer cooler, beziehungsweise jetzt zuletzt hat es meiner Meinung nach wieder so ein bisschen abgenommen in der Quality. Ich selber habe ja eigentlich einen super hohen Anspruch an meine Videos und auch das hat in der letzten Zeit abgenommen. Und ich schiebe es bewusst auch so ein bisschen auf die Pandemie, denn die hat mir auch privat echt aufs Gemüt geschlagen. Bin ich ehrlich, ich habe mich wirklich persönlich so ein bisschen gehen lassen, habe so ein bisschen in den Tag hineingelebt, ultra viel gefuttert, aber auch wieder zugenommen. I hate it! Aber ich versuche das jetzt alles wieder in den Griff zu kriegen und auch wieder so ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken. Bin ultra motiviert und finde, jetzt gerade in den letzten Videos hat man das auch wieder so ein bisschen gemerkt. Also jetzt gerade zum Beispiel das COD-Video mit Sterzig. Und deswegen haben die gedacht, ich bin der absolute Experte und den schicken sie jetzt hier vorbei. Also mir haben sie gesagt, ich bin hier der Experte. Nee, ich bin hier der Experte. Nein, ich bin hier der Experte. Ja, also der ist mir komplett auf den Sticker gegangen, ne? Oder wie zuletzt wieder das Blair Witch-Video mit dem Henno. Alter, kannst du dich mal ins Bild setzen? Das ist halt unmöglich. Wie lange machst du eigentlich schon YouTube, Alter? Ohne Witz. Geh doch mal links. Du Affi. So. Du, wir können uns alle zwei Wochen hier zum Podcast treffen, das ist kein Problem. Und künftig hoffentlich auch wieder eigene Formate, wie zum Beispiel den Bus-Simulator, was halt ultra erfolgreich war, sollen hier natürlich wieder auf diesem Kanal bespielt werden. Das Ganze zu ganz, ganz festen Terminen und zu einer ganz, ganz festen Regelmäßigkeit. Denn ich muss auch leider sagen, ich habe mich wirklich von den Zahlen sowohl positiv als auch negativ beeindrucken lassen. Das bedeutet, wenn es in die Höhe schießt, dann Dopamin in meine Body, versteht ihr, wie ich meine? Ja, dann geht's einfach so richtig steil bergauf. Naja, und auch die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen hat sich ein bisschen schwieriger gestaltet. Dadurch, dass man jetzt nicht mehr jeden Tag mit 8 Leuten im Büro hocken kann, ist es für mich einfach super schwierig, mich auch auszutauschen, ja? Auch mal so Feedback einzuholen. Wie gefällt dir das Video? Wie findest du das? Findest du es nice? Ist es cool? Und irgendwie kommt das so gar nicht mehr so zustande, weil man alles nur noch digital über Teams, Skype, ICQ, MSN macht. Versteht ihr, wie ich meine? WhatsApp. Und ich bin eigentlich so ein richtig geselliger Typ. Ich mag das eigentlich immer, wenn viele Leute im Büro sind. Geht leider gerade nicht. Hat sich dementsprechend auf meine Stimmung ausgewirkt. Warum erzähle ich euch das? Weil ich einfach mal ein bisschen transparent sein will und sagen will, auch bei so einem YouTuber, da läuft nicht immer alles rund. Naja, und dann kamen halt, wie gesagt, so einige Projekte in letzter Zeit zustande, die das Ganze auch so ein bisschen durcheinander gewürfelt haben. Ich habe immer irgendwie nur das gemacht, worauf ich gerade übelst Bock habe und habe dann andere Sachen vernachlässigt. Und in dem Zug, wo ich sage, dass das hier auch mein Beruf ist, sollte ich mir versuchen, irgendwie langsam mal so ein bisschen Struktur zu schaffen, oder nicht? I think so, yes. Ja, und um mir und euch das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, wollte ich das Ganze jetzt hier in diesem Video einfach mal so ein bisschen mitteilen, strukturieren und ein bisschen, veranschaulichen. Versteht ihr, wie ich meine? Und dafür nehme ich mir jetzt mal eines meiner absoluten Lieblingsgames momentan zur Hilfe, beziehungsweise die Solo-Queue-Version von Gartic Phone, Paint.
Bedeutet, ich werde euch jetzt zeigen, was jetzt hier auf diesem Kanal und generell auf meinen Kanälen passieren wird. Das Ganze findet ihr ab sofort auch in der Videobeschreibung verlinkt. Den Plan einfach, wie was ihr wo findet, Alter. Da werde ich euch das Ganze jetzt hier einfach mal präsentieren und das Ganze mal veranschaulichen. Denn ich bin ja ein kreativer Typ, das wird schon laufen und ihr wisst ja auch, wie gut ich malen kann. Ne? So. Perfekt. Meine Arbeit findet, wie gesagt, auf zwei Plattformen hauptsächlich statt. Und hier, auf YouTube, das ist mein Home. Das ist the base. Versteht ihr, wie ich meine? Hier soll der Hauptcontent immer löppen. Das ist also das oberste Gebot eigentlich über allem anderen. Aber wir teilen das trotzdem in zwei. Das bedeutet, wir haben zum einen haben wir hier YouTube. Ich bin einfach Picasso, Alter. What a fox. Wo kommt das A her? Also, falls ihr euch jetzt fragt, ob ich jemals in der Schule war oder irgendwie irgendwas gelernt habe, ja, ich bin gelernter Veranstaltungskaufmann und ich habe sogar mal ein Semester studiert auf Lehramt, aber lassen wir das lieber. So, und dann haben wir auf der anderen Seite Twitch. So, das bedeutet, wir haben also zwei Säulen, auf denen vieles aufgebaut ist. Das hier ist eigentlich the way to go. Also hier bin ich hauptsächlich unterwegs. Aber auf der anderen Seite gebe ich euch auf Twitch, das ist hier, gebe ich euch die Möglichkeit, auch mich mal live zu erleben. Und da wird es dann auch diverse Formate, die ihr gerne mögt oder die teilweise Leute gerne mögen, weiterhin geben, die es auf meinem Hauptkanal in der Form erstmal nicht mehr geben wird. Das wird also jetzt folgendermaßen ablaufen. Also da zeige ich euch das Ganze jetzt nochmal. Und zwar wird es auf diesem Kanal, den ihr jetzt gerade verfolgt, Kalle, ab sofort mit sofortiger Wirkung und konsequent 3 Videos die Woche geben. Und zwar an folgenden Tagen. Montags, Mittwochs und Freitags Videos auf diesem Kanal. Und das Ganze immer zur gleichen Uhrzeit. 19 Uhr. Auf Kalle. Also, das ist dieser Kanal. Dieser hier, wo ihr jetzt guckt. Da wird es jetzt Montag, Mittwoch und Freitag immer um 19 Uhr ein YouTube-Video geben. Mittwoch kommt dann das nächste und Freitag ist meistens Sülze-Tag. Es sei denn, es hat mal wieder jemand Urlaub, muss unterwegs sein oder was auch immer und dann kommt auch was dazwischen. Das kann also sein, dass bei Sülze immer mal wieder eine Woche ausfällt. Aber dann gibt es auf jeden Fall trotzdem Content um 19 Uhr. Das ist mir jetzt absolut wichtig, das mal so mitzuteilen, ey. Oh, der Kaffee ist bald leer. So, das ist jetzt erstmal der Hauptcontent für diesen Kanal. Das bedeutet, kann alles Mögliche kommen. Auf der anderen Seite haben wir dann hier meinen Twitch-Kanal, ja? Alter, hier gibt es ja verschiedene Pinsel. Oh, muss einem doch mal einer sagen, was es hier für technisch fortgeschrittene Möglichkeiten gibt. Auf Twitch ist das folgendermaßen. Dienstag und Donnerstag. Zeit, uns live ein bisschen auszuleben. Das bedeutet, auch da haben wir dann natürlich immer die gleiche Uhrzeit. Allerdings nicht um 19 Uhr, sondern da sind wir immer ab 16 Uhr unterwegs. Das ist im Grunde genommen das erstmal das Paket, was ihr jetzt bekommt, ja? Das heißt, wenn wir mal die Woche durchgehen, dann haben wir am Montag um 19 Uhr ein Video, Dienstag ab 16 Uhr ein Stream auf Twitch, dann am Mittwoch wieder ein Video, am Donnerstag wieder ein Livestream und am Freitag kommt dann nochmal ein Sülze-Video oder was anderes, wenn Sülze gerade nicht stattfindet. Ich finde, das ist eine piekfeine Sache und da kann man ruhig auch mal klatschen. Ehre. So, für die Leute, die sich jetzt fragen tun, ja, was kommen jetzt hier aber dann trotzdem für Inhalte? Da pass mal auf. Ich brauche mal einen richtigen Wischmob jetzt. Gib mir mal einen richtigen dicken Ratzefummel. Ladadi, ladada, ladadi, ladada, I'm a Scatman. Was mir natürlich am meisten Spaß gemacht hat, sind natürlich diese ganzen Simulatoren und diese ganzen Formate, wo man auch mit dem Spiel interagieren kann, wo ich mich irgendwie frei entfalten kann, so einen kleinen Charakter erstellen kann. Weil ihr wisst alle, ich bin jetzt kein krasser Gamer, ich bin jetzt kein Pro-Gamer, ich bin jetzt nicht sick in Skills. Aber bei solchen Sachen wie House Flipper zum Beispiel, Bus-Simulator, ich finde, da kann ich absolut glänzen. Und solche Sachen soll es auf jeden Fall weiterhin geben. Das bedeutet, Simulator soll es hier auf jeden Fall weitergeben. Das ist auf jeden Fall super wichtig für mich. Dann natürlich auch weiterhin kooperative Videos, wie zum Beispiel Koop mit Henno, Maxim, dann Störsi, Sterz, wie sie nicht alle heißen, Papo, Gnu, wie auch immer, Shoyoka. Das sind so Leute, mit denen nehme ich gerne auf und mit denen kommen hier auch weiterhin coole Sachen. I promise you that in your face, Alter, voila. So, und zu guter Letzt natürlich auch sowas wie Gulasch oder Sülze. Bei Simulatoren, das würde ich so ein bisschen in Klammern setzen, weil es geht hauptsächlich um Games, wo ich natürlich mit dem Spiel interagieren kann. Es muss jetzt nicht immer ein Simulator sein. Da muss nicht immer Bus-Simulator hinterstehen oder Bausimulator oder deine Mutter-Simulator. Das muss es nicht geben. Es muss einfach ein cooles Game sein, wo man einfach so ein bisschen reinspringen kann. Ich habe mir auch schon wieder ein paar Sachen rausgesucht. Bald gibt es ein bisschen was mit Brot. Könnt ihr schon mal sehr gespannt sein. Und das ist quasi so das, was ihr hier bekommt. Für meine Streams kann es alles Mögliche sein. Da haben wir jetzt letztens zum Beispiel Outlast zu Ende gespielt. Da kommen jetzt sogar auf meinem Zweitkanal, da kommen wir auch noch hier zu, die ganzen Sachen nacheinander eingespielt. Das bedeutet, ich habe jetzt meinen Outlast-Stream separat hier mit aufgenommen, in 5 kleine Häppchen geteilt. Und das kommt jetzt in den nächsten Tagen auf
meinem Zweitkanal, der Kalle Kuschinski heißt, by the way. Auf dem kommen dann jetzt immer Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag zum Beispiel solche Sachen, wie zum Beispiel aus meinen Streams. Also da muss ich nicht extra was für aufnehmen, da schnibbel ich ein paar schöne Häppchen, mache einen Stöpsel oben rein und dann gibt's das ins Maul. Versteht ihr, wie ich meine? Ich bin super hyped auf die nächste Zeit. Demnächst gibt's einen 24-Stunden-Stream, wird dann aber auf Social Media nochmal angekündigt und ansonsten kann ich euch nur eine Sache noch empfehlen. Ja, wie sieht denn da dieses Ding aus? Ist irgendwie so, so und so, ja. Es gibt einen Discord-Server. Link ist als Top-Kommentar in den Kommentaren verlinkt. Das wird meine Haupteinnahmequelle, was Feedback von euch angeht. Ja, das bedeutet, wenn ihr mir was sagen wollt, wenn ihr irgendwie Feedback geben wollt, wenn ihr Spielevorschläge machen wollt, dann kommt gerne auf meinen Discord-Server. Vielleicht habt ihr es auch bei anderen Kollegen von mir in letzter Zeit mitbekommen, aber es ist auch einfach eine nice Art und Weise zu kommunizieren. Viele Leute von euch verzichten auf sowas wie Social Media ganz gerne und Discord hat mittlerweile fast jeder Gamer, würde ich jetzt so sagen. Außerdem kündige ich da auch immer meine Livestreams nochmal an, falls ihr das irgendwie vergessen habt. Ich poste da meine Videos. Also das bedeutet, da seid ihr nochmal ein Stückchen näher dran, weil YouTube-Kommentare sind immer nice und sowas, aber der Discord ist immer noch so ein bisschen proaktiver, finde ich, weil ich da auch dann auf einzelne Sachen besser eingehen kann. Ist für mich einfacher, für euch vielleicht ganz nice, ein bisschen mehr Kalle zu bekommen, ne? Und ansonsten würde ich sagen, jo, war es das auch schon wieder von mir für heute. Mittwoch gibt es das nächste Banger-Video in eure Schnauze. Und dann würde ich sagen, abonniert gerne Bums, macht Klingglöckchen an, wo es nur geht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ne? Tschüssikowski, adieu, monsieur.